Er ist einer der bedeutendsten Schweizer Künstler. Er ist Mitglied der französischen Ehrenlegion. Er ist 92. Der Gottfried Honecker ist bei mir im vollen Leben. Wie hat das eigentlich alles angefangen, Gottfried Honecker? Ja, wenn ich Ihnen etwas erzähle über mein Leben, dann ist es natürlich furchtbar schwer, weil ich selber komme nicht mehr raus, was ich alles schon gelebt habe in meinem Leben. Vielleicht, damit man versteht, von was ich rede. Mein Vater war Maurer und ist dann Vorarbeiter geworden und hat das Hotel Carlton in St. Moritz aufgebaut. Und meine Mutter ist hier, eine Grinerin, ist hier in der Kantine für die Arbeiter. Also das heisst, meine Eltern haben zwei Kulturen vertreten. Die germanische Kultur von Zürich und die ladinische Kultur von Angerin. Und mein ganzes Leben ist geprägt von dieser Dualität zwischen diesen beiden Kulturen in mir. Von meinem Vater, der als Arbeiter, Gewerkschafter war, 1918 am Generalstreik mitgemacht hat. Meine Mutter, die eine Bauerntochter war, das sind zwei ungeheuer gegensätzliche Kulturen aufeinander gekommen. Und ich bin 1917 geboren, also ich habe den Generalstreik nicht miterlebt, aber immerhin schon gelebt und wahrscheinlich auch von hier an eine Art die revolutionäre oder die soziale Macht, die dort zumal geherrscht hat, mit in die Muttermilch aufgenommen. Und das Entscheidende für mich heute ist, oder für mein ganzes Leben ist, dass ich mit diesen beiden Kulturen haben müssen leben und auskommen. Und am Anfang hatte ich gar keine Versöhnung, weil der grösste Teil von meiner Vorschulzeit habe ich in Engadin verbracht. Ich habe Romanisch geredet, habe Kühe gehütet und Milch getrunken und gejodelt und am Abend den Alpsägen gesagt in die Alpen rauf. Und so weiter. Ein ganz einsames Leben gehabt. Kein Kind um mich herum, nur die Erwachsenen. Und eine sehr archaische Kultur. Zum Beispiel hat es nur ein Schlafzimmer gehabt. Die anderen haben auf dem Heu geschlafen. Und als ich ein kleiner Bub war, habe ich bei der Großmutter geschlafen. Die ist nackt ins Bett. Und ich bin auch nackt ins Bett. Und habe so auch zum ersten Mal gesehen, dass meine Nonne, meine Großmutter anders ist als ich. Und so weiter. Das heisst, es ist wichtig, dass man versteht, die zwei Kulturen, die aufeinander kommen. Ich bin an der Zügelstrasse in Zürich im Kreis 4 aufgewachsen, dann in die Schule gegangen, ins Wengi-Schulhaus. Bin praktisch ein Analphabet hier, weil ich Romanisch geredet habe und mich geweigert habe, Deutsch zu reden, weil meine Verwandten in Engadin haben gesagt, die Deutsch reden, die machen unser Engadin kaputt. Und dann hat mein Vater Deutsch geredet und dann dachte ich, da ist auch einer, der mein Engadin kaputt macht. Und es war nicht ganz unwahr, was meine Großeltern gesagt haben im Engadin. Das Engadin ist heute kaputt. Nicht? Und ich habe dann gelitten, einerseits für das, was ich im Engadin abgelagert habe, die Sprache langsam verschwindet. Die entscheidenden Kulturen verschwinden. Zum Beispiel hat der Inn, das ist ein Fluss, der dort dran vorbeigeht, dass das Rauschen vom Inn ist für uns eine Identität gewesen von der ganzen Lebensform, die wir hatten. Die Kraft von dem Inn und die Gewalt von dem Inn. Und wenn wir über den Inn sind, dann hat mein Großvater verlangt oder mein Onkel, dass ich Wasser nehme und an die Stirn tun. Das heisst, das war fast ein heiliger Akt dort unten. Und dann hat man ein Elektrizitätswerk gebaut und dann ist der Inn still geworden. Und das ist fast symbolisch jetzt für die ganze Engadin. 50% der Häuser sind Zweitwohnungen, wo das ganze Jahr niemand drin ist oder nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr drei Wochen oder so etwas. Das heisst, in dieser Spannung bin ich aufgewachsen. Und diese Spannung hat nie nachgelassen, weil wenn das eine funktioniert hat, hat das andere rebelliert.
Also ich bin dann als Lehrling in, ich wollte eigentlich Velorennfahrer werden. Da hat meine Mutter, die Städtin, die Bauernfrau, hat gefunden, ich darf nicht so etwas machen, auch nicht Automechaniker, das ist schmutzig. Ich soll etwas machen, das Kultur hat. Und hat dann eine Lehrstelle gefunden im Coop am St. Lannenhof in Zürich. Dort bin ich also drei Jahre in der Lehre als Schaufensterdekorateur. Vorgängig bin ich nur ein Jahr in der allgemeinen Klasse im Kunstgewerbeschule Zürich war. Die war hier noch im Landesmuseum. Wo das heutige Landesmuseum ist, war ein Teil davon die Kunstgewerbeschule. Die hat mich, die hat meinen Teil von der Mutter befriedigt. Die Kultur, Schönheit, die Ästhetik. Und der Coop hat meinen Teil von meinem Vater befriedigt. Wir haben hier gegen den Migros gekämpft, der noch mit den Wagen rumgefahren ist. Und wir haben politisiert. Ich war in der Partei und habe geglaubt, dass wir eigentlich. Und ich glaube eigentlich noch heute, dass wir ein genossenschaftliches Land sein sollten und nicht ein kapitalistisches. Denn wir haben ja heute den Namen immer noch Eidgenossenschaft. Und der grosse Kredit, den wir haben in der Schweiz, dass die Wälder sind Genossenschaftswälder, Genossenschaftsweiden, Konsumgenossenschaften, alle die Genossenschaften, das hat uns geschützt vor vielem vom korrupten Kapitalismus. Und das hatte ich dort mal als Bub miterlebt. Das heißt, ich bin mit anderen Worten, man könnte das Idealwort nennen, kulturpolitisch aufgewachsen. Kultur ist meine Mutter, Politik mein Vater. Und nachdem ich Schaufensterdekorateur war, habe ich gemerkt, das ist eigentlich nicht mein Beruf, bin ich Grafiker geworden. Und das bin ich geworden dank einer Frau, die ich geheiratet habe, Varia Lafatter, eine kultivierte Grossbürgerin aus Winterthur. Der Vater war Direktor von den Sulzer. Und sie hat mich gelernt lesen. Sie hat mich gelehrt, ins Theater zu gehen. Sie hat mich gelehrt, Musik zu hören. Und dort hat sie hat mir dann gesagt, sehr weise gesagt, los, ich habe dann gedacht, ich müsse mal in die Uni rauf wieder oder so etwas. Da hat sie gesagt, mach das nicht, aber lehr hören und lehr schauen. Und das mache ich noch bis heute. Und das hat eigentlich meine ganze Geschichte geprägt, dass ich höre und dass ich schaue. Das heisst, ich war Grafiker und hatte sehr viel Erfolg. Ich habe zwei Kinder geboren und daneben immer gemalt. Immer noch die Kunstgewerbeschule, die Sängerin war immer noch da, immer noch gemalt. Und, aber ohne Anspruch, weil ich dachte, malen, das ist so etwas, etwas fast wie ein Mönch, ein Heiliger. Dann, der erste Maler, den ich nicht persönlich begegnet bin, aber seiner Frau, das war der Segantini in Maloja oben, weil wir sind mit den Kühen nach Maloja gelaufen, am Meer. Und sie ist jeden Tag an das Grab vom Segantini gelesen. Weil er hat sie geheiratet, sie war Dienstmeisterin und er hat immer verlangt, dass wenn er malt, jemand vorlesen tut. Und die hat noch auch nach dem Tod weiter vorgelesen. Also derige Eindrücke habe ich dann eben gesehen, ich habe gelernt zu schauen. Also es ist mir gut gegangen, ich hatte Grafiker, mehrere Angestellte. Zum Beispiel, wir haben das Zeichen gemacht von der Landesausstellung im 1939. Wir haben das UBS-Zeichen, die drei Schlüssel haben wir gemacht seinerzeit, also vor dem Krieg noch. Also wir waren erfolgreich, alles dank dieser Frau, die mich gelehrt hat, eben schauen und hören. Dann kam der Militärdienst, 5 Jahre lang Militärdienst musste ich machen. Und zwar war das ein grosser Bruch in meinem Leben. Ich hatte hier schon den Mut. Im 1939 hatte ich ein bisschen Geld, ich glaube etwa 1000 Franken Bargeld. Bin ich dann nach Paris im 1939 und wollte Maler werden. Da hat meine Mutter gewonnen. Ich wollte Maler werden und habe auch gemalt. Es gibt heute, man kann anschauen, in meinen Büchern sind die abgebildet, die Landschaften, die ich gemalt habe. Und, ich musste dann im Militärdienst, was auch ein Problem war. Ich wollte nicht schiessen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich einen
Deutschen oder einen Franzosen abschiessen. Und bin dann im Knast eine Weile lang. Und dann bin ich zur Sanität gekommen und so weiter. Da wollte ich nicht lange viel verlieren. Nach dem Krieg bin ich wieder Grafiker geworden. Und habe gemerkt, das muss etwas ändern. Das Klima in Zürich hat für die Kunst zu wenig Spielraum gehabt. Es hat hervorragende Maler in Zürich, wie der Meyer Amder, der Ernst Gubler, Ernst Georg Rüegg und so weiter. Aber das hat alles kein Echo in der Gesellschaft. Und das ist noch heute so. Das ist bedauerlich, dass eine Stadt wie Zürich, wo sozial ein hervorragendes System ist, wo ich sage nur, wenn man mich fragt, warum wohnen Sie jetzt in Zürich, dann sage ich wegen dem Tram. Das gibt es in der ganzen Welt nicht. Keine Beziehung hat zur Kultur. Dann habe ich trotzdem für die IR Geige AG in Basel bin ich der Atelierchef gsi neben meinem Beruf. Ich bin auch Lehrer gsi an der Kunstgewerbeschule Zürich. Und dann hat er gemeint, mein Chef trotzdem, der Herr Köchlin, ich sollte nach New York gehen, das reorganisieren in New York. Das habe ich dann gemacht. Bin ein paar Jahre in New York gsi mit meiner Familie. Und habe das mit dem Schauen und mit dem Hören habe ich dann das ungeheure Glück gehabt, dass ich den Mark Rothko kennengelernt habe, den Barnett Newman kennengelernt habe, den Franz Kleinkirch, den Sam Francis bin ich befreundet gewesen und so weiter. Also ich bin mitten in eine ungeheure Kulturevolution oder Revolution eigentlich in New York. Also Nachkriegs. Und von was lebt man denn da? Ich meine, Sie sind ja als Schweizer. Ich habe luxuriös gelebt in New York. Ich habe dort zumal sicher etwa 50.000 Franken im Monat verdient in New York. Mein Auftrag ist, Werbung machen für ganz Nordamerika plus Kanada und ganz Südamerika. Ich bin da alles abgefahren und ein grosses Atelier gegründet mit vielen, vielen Angestellten, Verpackungen und so weiter. Ich bin fürchterlich bezahlt worden. Der Grafiker hat ganz eine andere Rolle gespielt als heute. Der Grafiker war nicht unter einem Reklameberater, also unter einem Beraterchef quasi, sondern er war der authentische, kreative Mann, der die Werbung gemacht hat. Darum war sie auch sehr gut in dieser Zeit. Und wie haben Sie das mit Ihrem Weltbild in Verbindung gebracht? Mit dem Weltbild? Ja, und mit Ihrem. Das ist richtig, die Frage ist richtig. Also ich bin nach New York, habe dort das reorganisiert, habe aber auch immer gemalt in New York. Und immer die Dualität, darum habe ich das am Anfang erwähnt. Nicht? Ich bin dann heimgesprungen nach dem Geschäft und habe gemalt und dann morgen wieder Geld verdienen. Aber ich habe auch an die Grafik geglaubt. Ich habe geglaubt, dass es wichtig ist, dass man in den Briefkästen schöne Werbung bekommt. Nicht im Gegensatz wie heute, wo alles ein Heuhaufen ist, ein Faule, wo von weitem schon stinkt und man gar nicht mehr anschaut. Und wir haben trotzdem die Überzeugung gehabt, dass die Grafik, die Werbung, ein Teil von der Kunst ist. Oder auch ein Teil von der Kunst ist. Ich bin dann weg, aus politischen Gründen, weil ich gesagt habe, wenn der Kapitalismus sich nicht mehr darum kümmert, was ist die Nachwirkung in der Gesellschaft, dann sind wir verloren. Und schweren Herzens bin ich weg von New York, bin dann nach Paris. Und neu in New York hat mir ein Maler, eben der Sam Francis, gesagt, aber jetzt tust du in den Pass hinein Künstler schreiben und nicht mehr Grafiker. Und das habe ich dann gemacht. Und bin nach Paris und das ist dann mägerer geworden als ich vorher in New York. Aber ich habe immer gewusst, oder sagen wir mal, ich habe nie große Bedürfnisse nach Reichtum gehabt. In New York, das viele Geld, das ich verdient habe, habe ich gespart und habe dann in Paris eine Wohnung gekauft und ein Atelier gekauft. Damit. Ich bin arm aufgewachsen und das ist auch ein Irrtum heute, dass man meint, Armut muss eine unglückliche Familie sein. Wir waren eine glückliche Familie. Ich möchte nur, dass es noch mehr derige Familien gäbe, wie wir hatten. Wir hatten eine Dreizimmerwohnung und zwei Zimmer waren vermietet an der Armee, von der Kaserne. Und ich habe in der Badwanne geschlafen, bin sehr glücklich. Das heisst, ich konnte Paris bestehen
weil ich mit der Armut sehr gut schlagkommen bin. Und bin Künstler gsi. Das ist natürlich so eine Art wie eine Heiligsprechung für mich. Nicht? Und das ist eigentlich geblieben bis heute. Und ja, das ist so etwa meine Biografie. Ich muss noch etwas Kleines nachhaken. Wenn man Gottfried Honecker hört, dann denkt man als erstes, also ich mache jetzt eine Karikatur, machen, an ein Viereck. Wie haben denn Sie als Kind gemalt? Haben Sie als Kind oder als Jugendliche auch sehr konkret gemalt und vier Vierecke aneinander? Nein. Sie haben Blümchen gemalt. Hat der Honecker ein Blümchen gemalt? Ja, ich habe ein Blümchen gemalt. Und ich habe etwa in Paris bin ich raus nach Versailles, habe Versailles gemalt. Ich bin in der Stadt umeinander gelaufen, an der Seine entlang habe ich gemalt. Ich habe Porträts gemalt. Ich bin nicht einer, der anti-gegenständlich ist. Ich habe jetzt letztes Büchlein herausgegeben über meinen Freund Max Frisch. Da sind alles Porträts drin, die ich gemacht habe. Nein, ich bin nicht dagegen. Aber woher ist denn die Lust gekommen, sich so zu reduzieren und so ins Konkrete jetzt gehen? Ja, das ist jetzt mein Vater. Nicht wahr? Er ist Zürcher. Und Zürich ist, ob man will oder nicht, ist prägt vom Zwingli heute noch. Das heisst, es ist eine ökonomische, sparsame, es ist eine logische, nachvollziehbar. Man kann nachlesen, weil sie auf der Mathematik beruht, auf der Geometrie beruht. Das heisst, der Zürcher hat das Bedürfnis, eine Kunst zu machen, die nachvollziehbar ist für den Betrachter. Wie ist sie gemacht? Wie ist sie aufgebaut? Aber das Entscheidende, was mir dann imponiert hat, ich habe also auch noch, als ich in Zürich schon gemalt habe und der Bill schon da war und ich ihn kennt habe als Grafiker, habe ich immer noch figurativ gemalt. Bis ich erkannt habe, dass die figurative Kunst keine Freiheit gibt für den Betrachter. Ich habe natürlich die Zeit erlebt, wo der Hitler und der Stalin die Kunst verbrannt hat. Tausende von Bildern sind verbrannt worden in Berlin, auch in Moskau. Die Leute sind geflüchtet. Der Leger hat müssen nach New York, der Mondrian hat müssen nach New York und so weiter. Und da habe ich mir überlegt, warum verbrennen die Kunst und nicht die anderen? Und jetzt darf ich Ihnen eine Demonstration machen. Warum? Das ist ein politischer Grund. Nehmen wir an, wir wären beide einverstanden, dass das ein Kunstwerk ist. Und dann frage ich Sie, was stellt das dar? Was sagen Sie dann? Ja, ich sage, das ist eine Brille. Eine Brille. Sie haben gar keine andere Möglichkeit. Das heisst also, je näher die Kunst bei der Natur ist, je weniger frei sind Sie, etwas zu sagen. Das heisst, der Betrachter wird zum reinen Konsument. Wenn es aber abstrakt ist, dann können Sie nicht sagen, was es ist. Ich auch nicht als Maler. Sondern das ist so, konkret. Darum ist konkrete Kunst. Es ist da wie ein Stein, wie eine Blume, wie irgendetwas. Und dann können Sie Ihre Fantasie reinbringen. Das erinnert mich, ich bin einmal am Meer gesessen und habe in den Himmel hochgeschaut und so, etc. Das heisst, die nicht figurative Kunst ist eine demokratische Kunst. Die figurative Kunst ist eine Kunst, die aus dem Feudalismus kommt. Sie wollten die Fürsten darstellen, die Päpste darstellen, die Politiker darstellen und so weiter. Und der Hitler hat nicht wollen, und der Stalin auch nicht, die haben nicht wollen, dass sie einen eigenen Gedanken haben. Die haben wollen, dass sie genau das denken, was ich als Hitler von ihnen verlange. Das ist der Unterschied. Und es ist grotesk, dass unsere Universitäten, dass unsere Museen, dass unsere Kunsthistoriker nicht endlich mal eine Aufklärung machen, dem Publikum zu zeigen, warum man das macht. Also Ihre These ist ja, je weniger, dass man einen Betrachter gibt, umso mehr muss er selber dazu beitragen. Ja. Ja. Kann das auch etwas Liebenswertes haben? Kann das auch? Etwas Liebenswertes haben, ein Viereck. Ja, selbstverständlich. Etwas Persönliches, etwas Schönes. Zärtliche Bilder gibt es, unerhört zärtliche Viereck. Bilder. Also wenn Sie jetzt in meinem Atelier wären, dann sagten Sie, dass was ich heute mache, eigentlich zärtliche Sachen sind. Es hat Bögen drin.
Pardon? Es hat Bögen drin. Es hat Bögen drin. Ja, das gehört ja dazu. Der Kreis, das Quadrat und das Dreieck sind die Naturformen von allem. Auch von unserem Gesicht, von allem, was wir sind. Die ganze Natur ist aufgebaut auf diesen drei Grundformen. Und dazu kommt noch etwas anderes, dass die Architektur, dass die Art von Malerei, die gegensatzlose Malerei, dann einen Bezug nimmt auf die Architektur, dass da, was Sie da in dem Gebäude vom Fernsehen sehen, ist konkrete Kunst. Der Stuhl da vom Harry Bertoia, er ist ein Amerikaner, das ist, kommt von dort her. Man sieht ihn noch nicht mehr, weil jetzt viele Küsse drauf sind. Aber darunter ist ein sehr schönes Gitterwerk. Das heisst, die konkrete Kunst hat nicht ein Bild machen, sondern sie hat eine gesellschaftliche Kultur machen als Ganzes. Was nützt das, wenn Sie daheim einen Wagenhof hängen und im Übrigen in einem historischen Krümpel wohnen? Nicht? Sondern Sie müssen, sollte das als Ganzes sein. Nicht? Wir sind eine Gesellschaft ohne Kultur in Zürich. Wir haben 16-17% Analphabeten in Zürich. Wenn Sie sich mal vorstellen, wenn Sie ins Tram einsteigen und sind 100 Leute im Tram, sind 16 davon, können kaum eine Zeitung lesen. Ja. Und wir haben es ist ein Drama, dass wir heute zur Kultur eine schlechte Einstellung haben. Und zwar in verschiedenen Hinsichten. Aber umgekehrt hat unser System, unser kapitalistisches System, die Kunst als Luxusware aufdeklariert, dass es heute 1 Million kostet, 2 Millionen kostet. Und die Leute gar nicht mehr wissen, dass das eine Beziehung aussieht, hat zu einem armen Mensch. Das heisst, unsere sogenannte freie Marktwirtschaft hat Kultur kaputt gemacht, komplett kaputt gemacht. Also es ist, wenn ich habe jetzt wieder mal eine lange Biografie über Leonardo da Vinci gelesen. Wenn ich mir vorstelle, dass die Fürsten, die Medici und wie sie alle geheißen, sich für die Gesellschaft interessiert haben, ob schon sie Macht wohl gewesen sind. Nicht wahr? Aber Florenz ist eine schöne Stadt und Zürich ist eine hässliche Stadt. Nicht wahr? Oerlikon, Seebach, Altstädte, Schlieren, alles hässliche Orte. Für die arbeiten, ist es dann dort. Nicht? Aber der Giacometti, der Augusto Giacometti, hat mal früher, als er noch gemalt hat und gelebt hat, an der Bahnhofstrasse sein Atelier gehabt. Das ist nicht mehr möglich heute. Nicht? Das heisst, unsere Gesellschaft hat nur noch ein Interesse, das ist Kapital. Und damit die Gesellschaft das reklamiert, gibt man ihnen Unterhaltung. Punkt. Das schweizerische Fernsehen ist genau das. Was erzählt, sind die Einschaltquoten und nicht die Kultur, die sie leisten. Und ich protestiere gegen die ganze Kulturpolitik von der Fernseher, vor allem in der Schweiz, dass sie Kultur am 11 ins Nacht bringen. Ja, Viertel, vielleicht noch um Viertel vor 11. Da schlafen wir alle. Und das ist ein Drama. Wir leben in einer Lüggesellschaft. Da haben Sie ja jetzt am besten mit dem Bankgeheimnis. Wir wissen doch alle, dass das Bankgeheimnis ein Verbrechen ist eigentlich, nicht? Ein gesellschaftliches Verbrechen. Und wir reden von Freiheit und so weiter. Das ist nicht der Fall. Aber da will ich nicht mehr drüber reden. Das ist so viel geredet. Was ich wette, wenn Sie mir erlauben, ist über das Alter. Ich habe vor wo ich eine Art Gefühl hatte, jetzt bist du ein alter Mann. Also vor 5-6 Jahren, ich war dann schon 85 gewesen, oder so etwas, habe ich zwei Sachen entdeckt. Ich habe entdeckt, dass wir nicht vorbereitet werden aufs Alter. Wir werden einfach alle alt wie Schumpeln. Aber alt sein ist etwas anderes als jung sein. Alt sein ist etwas anderes als mittelalterlich sein. Und wir sollten eigentlich etwas machen, dass man uns lehrt, alt zu werden. Denn die meisten schumpeln aus ihrem Beruf raus in das Alter rein und wissen nicht mehr, was sie machen. Ich war in Altersheim wegen meiner Frau, die ins Altersheim musste. Ich würde mir sofort das Leben nehmen, wenn ich dann sein müsste. Das ist ein Ghetto. Und das darf es nicht sein. Und als ich mir da bewusst geworden bin, habe ich mir zwei Sachen gesagt. Erstens, wir sollten lernen, alt werden. Zweitens, etwas schaffen, dass das Alter
auch nur Leben ist. Und ich gebe jetzt Ihnen ein Beispiel. Ich habe vor 5 Jahren gefunden, man muss etwas machen. Weil ein Freund von mir, der Professor Uchtenhagen, ein berühmter Mediziner, hat mir erklärt, dass ich habe ihn gefragt, warum bin ich noch so aktiv und viele, die ich kenne in meinem Alter, sind halb senil. Und dann hat er gesagt, das bist du, weil du vom Temperament her nicht aufgegeben hast und weitermachst, schaffst. Ich tue heute mit 92, bin ich jeden Morgen um 8:30 im Atelier, gehe nicht raus Mittagessen, tue im Atelier essen und bin am Abend bis um 5 im Atelier. Gehe nach Hause, damit ich um 6 einen Whisky trinken kann. Und dann hat er mir gezeigt, dass wenn man unsere Altersgruppe aktiv erhalten würde, dass ungefähr 50% von den Alten weniger krank würden. Das heisst, das wäre eine riesige Rendite für unsere Sozialversicherungen. Und ich zeige das in meinem Projekt, das ich da gemacht habe. Ich habe gefunden, die Kaserne, und ich bin ja dort aufgewachsen, am Zeughaus, könnte man blau anstreichen und eine Oase machen. Da hat es einen Platz hindurch. Der Zeughaus, der Exerzierplatz, haben wir noch Land dazu. Und meine Idee war, dass man in diesen Räumen nur in die Ordnung macht, aber nicht sehr viel, das könnten die Alten selber machen. Alle Berufe, alle Bedürfnisse können manifestieren. Also, zum Beispiel ein Anwalt könnte dort dreimal in der Woche gratis Beratung machen für Leute, die kommen. Ein Schreiner könnte dort, man macht eine Schreinerwerkstatt, da könnte er die Garderobe machen für seine Schwester oder für seine Kinder. Für die Metallarbeiter, Schlosser und so. Für alle Berufe hat es Atelier da drin. Aber auch für Musiker, für Malen, für Gymnastik, für, wie heissen die da, Qigong und Wellness-Sachen könnte man machen. Alte Frauen können im Parterre wohnen mit kleinen Kindern übernehmen von den arbeitenden Frauen und dann mit den Kindern im Hof hinein spielen in der Wiese draussen. Man könnte singen, man könnte Vorträge haben, wo die Jungen könnten reinkommen und den Alten das Neue erzählen und die Alten könnten den Jungen das Alte erzählen. Und so, das heisst, dass zusammendruckt auf ein Gebäude, die gesamte Aktivität von einer Stadt zu konzentrieren, dass die Alten könnten weitermachen, weiter schaffen, weiter denken, weiter singen, weiter sich bilden auch, nicht wahr? Und dann weiß ich, wir haben das da in dem Projekt drin, würde etwa 50%, da habe ich alle Berufe aufgezählt, die drin sind, würde etwa 50% weniger krank. Und vor allen Dingen, wir wissen heute, dass sehr viel Selbstmord ist in der Alterskategorie, was ein grosses Drama ist. Es ist übrigens im Tagesanzeiger auch viele alte Menschen töten sich selbst. Viele, nicht einige, viele. Und das zeigt auch da. Nicht? Das heisst also, wir beschäftigen uns eigentlich nur rudimentär mit dem Alter. Dabei haben wir wahrscheinlich in 50 Jahren über die Hälfte von der Schweizer, von der Zürcher Bevölkerung sind alte Leute. Also zweimal. Erstens sind es Menschen, die man als Menschen behandeln sollte. Zweitens ist es das Kapital, denn sie stellen ja etwas dar. Also ich zum Beispiel, bin jetzt 92, ich werde ja mit 65 ins Altersheim kommen. Nicht? Was mache ich dann noch? Ich habe geschafft. Ich habe im September eine Ausstellung in Paris, im Februar eine in London und so weiter. Das heißt also, statistisch gesehen weiß man das, medizinisch gesehen weiß man das und man macht nichts. Der alte Mensch ist ja nicht einfach eine leere Büchse dann nachher, sondern er ist ja das Kapital der Gesellschaft. Er hat ja mitgebracht, dass wir die AHV haben. Die Generation hat mitgebracht, dass wir 8-Stunden-Tag haben. Und so weiter und so weiter. Die sind nicht plötzlich eine leere Büchse. Also wir tun da Kapital verschumpeln für nichts und nochmal nichts. Ne? Aber wir müssen einen Haufen zahlen, damit die alten Leute noch dümmer werden, als was sie schon gewesen sind. Gibt es verschiedene Alter? Ja, es gibt eben den Begriff Alter nicht.
Nicht, das ich kenne 65-Jährige, die älter sind als ich. Und ich bin 92 und wenn ich ins Tram hineingehe, was passiert mir manchmal mit meinem Humor, lasse ich jemanden rein, eine alte Person, sagen, sollten Sie nicht zuerst mich hineinladen, denn ich bin ja älter als Sie. Dann sagen sie, ja, das stimmt doch nicht. So, nicht wahr? Es gibt kein Alter. Es gibt fließend Altersstufen. Wir haben es von der konkreten Kunst. Es ist ein Sechs-Viereck. Ich muss mir selber etwas darunter vorstellen. Meine Fantasie muss ich anregen. Was für eine Farbe oder was für eine Figur hat der Tod? Der Tod? Ja. Der Tod. Der Tod ist eine Sache, die unser Hirn nicht verstehen kann. Und das ist auch etwas, was man lernen da in meiner Oase. Nicht wahr? Wir wissen nicht, warum wir geboren sind, warum wo wir da sind und so weiter. Es sei denn, wir kreieren etwas erfinden, nämlich das Christentum. Oder Mohammedaner oder was immer, das Judentum oder was immer es auch ist. Aber das sind menschliche Kreationen, das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Ich sage immer, wenn Gott wirklich existiert, dann will ich mal mit ihm reden, dass er uns nicht besser konstruiert hat.